Region im Süden Deutschlands ist bekannt für seine bezaubernden Landschaften, Seen und märchenhaften Schlösser. Und die bayerische Landhauptstadt München hat einen ganz besonderen Charme. Sie besitzt das mondäne Flair einer Weltstadt und hat doch auch die ländliche Gemütlichkeit der kleinen Dörfer und Städte behalten, aus denen sie einst zusammengewachsen ist. Mitten im Zentrum von München liegt der berühmte Viktualienmarkt, wo man eine Vielzahl regionaler Gemüsesorten findet. Die deutsche Küche enthält traditionsgemäß viele köstliche Kartoffel- und Kohlgerichte. Sie sind nicht nur bodenständig, kostengünstig, nahrhaft und gesund, sondern auch sehr lecker. Ein typisch bayerisches Essen wird oft mit Bier serviert, das in großen Krügen oder Gläsern gereicht wird. Bier, hergestellt aus Malz, Gewürzen und Hopfen, ist so nahrhaft, dass man es auch als flüssiges Brot bezeichnen kann. Schon seit jeher gibt es in Bayern ein von Natur aus alkoholfreies, süßes Bier, das auch Kinder gerne trinken, das sogenannte Malzbier. In unserer heutigen Sendung von Vegetarismus, die edle Lebensweise, möchten wir Ihnen ein besonderes, raffiniertes und schmackhaftes Gericht aus diesen Zutaten präsentieren. Ein pikant sauren, veganen Kohleintopf im typisch bayerischen Stil. Der Weißkohl ist ein Nationalgemüse der Deutschen. Weit über 350.000 Tonnen Kohl werden jährlich, zu 80% noch per Hand, auf den Feldern geerntet. Zwei Drittel davon wandern in die Sauerkrautfässer. Wegen seiner Nährwerte ist es kein Wunder, dass in früheren Zeiten die Kohlköpfe zur Überlebensnahrung gehörten. Kohl hat Kalium fürs Herz, Calcium für die Knochen und Eisen fürs Blut. Weißkohl ist anerkannt als Krebsbekämpfer. Er stärkt die Abwehr, ist entzündungshemmend und hat eine blutverdünnende Wirkung. Sauerkraut dagegen ist fast reine Medizin. Es hat 2% wertvolles Eiweiß, enthält Kalium, Calcium, Jod, Eisen, Carotine, Vitamin K, mehrere B-Vitamine, besonders wichtig die Folsäure und Vitamin 12 vorhanden ist. Dazu, wegen der Gärung regeneriert das Sauerkraut die Darmflora, entgiftet und reinigt die Verdauungswege. Aus gutem Grund lobten viele Dichter das Gemüse, wie zum Beispiel Heinrich Heine. Sei mir gegrüßt, mein Sauerkraut, holdselig sind deine Gerüche. Mit Kohl lässt sich viel Köstliches herstellen, wie zum Beispiel Gemüsepfanne, Rouladen, Suppen oder roh als Krautsalat. Dazu passt Sauerkraut fast zu jedem Gericht. Herzlich willkommen, Zuschauer, zum Viktualienmarkt im Herzen von München. Der Viktualienmarkt in München symbolisiert die bayerische Gemütlichkeit und das städtische Einkaufen in einer Großstadt. Und es gibt hier ganz leckeres Gemüse, Früchte und ganz exotische Gewürze. Ich bin hier, um für unsere leckere, pikante, saure Kohleintopf heute die Zutaten zu kaufen. Es ist ein sehr kalter Tag heute und wir freuen uns schon auf die warme Suppe. Und jetzt schaue ich, wo meine Freundin ist und kaufe gutes Bio-Gemüse ein. Grüß Gott. Hallo. Könnte ich bitte 5 Kartoffeln, 4 Karotten und noch einen Kohl, einen Weißkohl, einen kleinen. Weißt du, wenn man nämlich jedes Mal Kartoffeln? Ja. 5 Stück haben wir, ne? Ja. Brauchen wir Karotten noch dazu? Ja, Karotten. Mhm. Alles, also was Sie jetzt kaufen, ist alles eigener Anbau. Also die Karotten, die Kartoffeln, der Kohl, alles eigener Anbau und ist auch alles Bio. Oh wow. Dann nehmen wir da einen Beutel Sauerkraut auch noch. Zuschauer und Zuschauerinnen von Supreme Master Television. Herzlich willkommen bei Vegetarismus, die edle Lebensweise. Hallo.
Heute kochen wir für Sie ein ganz besonderes, typisch bayerisches, pikant-saures Kohlgericht. Der Kohl ist nicht nur ein typisch deutsches Gemüse, es ist auch sehr nahrhaft und auch besonders gesund. Der Kohl ist so gesund, weil er sehr viele Vitamine und Mineralien beinhaltet, besonders Vitamin C. Ja, damit ist es also ein ideales Gemüse für den Winter, um Erkältungen vorzubeugen, stimmt? Ja, das stimmt, ja. Das merke ich mir. Gut zu wissen. Ich sehe, wir haben hier noch Sauerkraut. Verwendest du es für den Eintopf? Ja, das Sauerkraut ist gerade das Besondere an diesem Gericht. Es verleiht ihm seine pikante Note. Wirklich? Interessant. Durch den Gärungsprozess enthält es sehr viel Vitamin B12 und sehr viel Enzyme. Und darum regt es die Verdauung an. Auch weil es sauer ist, saurer Kohl, ist es sehr gut für die Darmflora. Und deswegen auch gut für die Verdauung und für das Immunsystem. Und dazu beinhaltet Sauerkraut auch sehr viel Vitamin K, das für die das für das Blutgerinnung sehr gut ist. Dazu ist Sauerkraut und Kraut kein langweiliges Gemüse. Man kann so viele ganz super leckere Gerichte draus machen. Toll. Ja. Das muss ich mir merken. Also wir brauchen 5 Kartoffeln. Ja. 4 Karotten, ja. Eine kleine Schalotte, ja. Einen Viertel Kohl oder auch einen kleinen, wenn man hat. Ja. Dann brauchen wir etwas Öl, dann 1 Liter Gemüsebrühe, was 2 Würfel entspricht. Dann brauchen wir eine Packung Sauerkraut, das sind 500 Gramm, und vegane Tofu-Wiener. Ja, dann leg los. Okay. Was fangen wir mit an? Okay, kannst du bitte die Karotten schälen und ich mache schon mal den Kohl und die Schalotte. Was ich noch sagen wollte, ist, dass wenn wir einen Sauerkraut in der Packung benutzen, ist es gut, dass man eine Bio-Variante benutzt, weil man sollte ihn nicht waschen. Wenn man wascht, gehen viele Mineralien und Vitamine verloren. Darum ist es besser, eben Bio zu benutzen und dann braucht man ihn nicht waschen und kann ihn gleich so zum Topf dazugeben. Gut, das zu wissen. Ja. Danke. Und das Gemüse schneiden wir in ein bisschen größere Stücke. Also, weil es ein Topf ist, ist es gut, dass man ein bisschen Biss hat und größere Stücke vom Gemüse hat. Okay. Wir haben also den Kohl klein geschnitten und sind dabei noch die Kartoffel und die Karotten in ungefähr Daumendicke zu schneiden. Dazu machen den an. Also etwas Öl zum Andünsten, etwa 1 Esslöffel. Und dann dünsten wir die Schalotte mit den Karotten und mit dem Maiskohl. Und erst danach Kartoffel? Ja, die Kartoffel kommen später. Ach so. Ja. Einfach rein. Gut. Nehmen wir das. So, wir dünsten den Kohl und die Karotten und die Schalotte an, bis die Zwiebeln so goldbraun sind. Und wenn das soweit ist, gießen wir mit den 2 Liter Gemüsebrühe, löschen wir es ab. Jetzt hört man schon ein bisschen. Das dauert ein bisschen jetzt noch. Okay, ein bisschen warten. Es riecht jetzt gut und es klingt irgendwie das drin da. Da passiert was, gell? Ja. Ja, jetzt fängt es an. Schön andünsten. Und das, bis die anderen Gemüse noch dazu kommen? Bis die Zwiebeln ungefähr so goldbraun sind oder bis es angedünstet ist einfach. So 15 Minuten? Ja. Bisschen umrühren. Es riecht sehr lecker. Hier haben wir schon mal die 1 Liter von der Gemüsebrühe. Jetzt brauchen wir dann nur noch einen anderen Liter später.
Jetzt haben wir den Kohl und die Karotten und, das, und die Schalotte angedünstet und warten, bis die Schalotte glasig wird. Es wird also nicht ganz goldbraun werden, aber glasig. Und dann tun wir mit Gemüsebrühe ablöschen. Hörst du das, wie schön? Ja. Du bekommst hier schon Hunger. Ja. Haben wir ein bisschen Baguette, Brezenbaguette. Oh, Brezenbaguette, das habe ich noch nicht gesehen. Und Alkohol... Das ist der bayerisch, ne? Ja. Ja. Und alkoholfreies bayerisches Bier. Das werden wir ausprobieren. Ja. Ich bin schon gespannt dafür. Was kommt denn die Kartoffel dazu? Ja, jetzt tun wir erstmal die Gemüsebrühe. Okay. Ablöschen. Ja. Ah. Schönes Geräusch. Kannst du uns bitte noch ein Liter heißes Wasser bringen? Ja. Danke. Jetzt tun wir die Gemüsebrühe rein und umrühren. Und jetzt warten wir, bis der Kohl sich gesenkt hat. Ja. Sobald sich der Kohl gesenkt hat, tun wir das Sauerkraut und die Kartoffel rein. Ja. Und wenn dann die Kartoffeln fertig sind, ist auch das Gericht fertig. Aber jetzt gehen wir erstmal auf Pause. Wir gehen schnell in die Pause und geben unseren Hunden einen leckeren veganen Hundekuchen. Das, okay. Das hört sich gut an, sehr gute Idee. Komm, ja? Machen wir das. Okay. Okay, komm. Lebensweise. Die Suppe kochen inzwischen gut durch. Ja, jetzt ist das, der Kohl unten. Ja. Es hat ungefähr nur so 5 Minuten gedauert. Nur wenn er unten ist, dann kommen die Kartoffeln dazu. Ja. Und das Sauerkraut, das gesunde und leckere. So. Und jetzt einfach umrühren. Mhm. Und dann müssen wir nur warten, bis die Kartoffeln gar sind und dann ist es fertig. Und dann noch kommen noch die Wiener dazu. Ja, die vegane Tofu-Wurstchen, ja? Ja. Gut. Wie lange dauert das noch? Man kann aber auch geräuchertes Tofu benutzen zum Beispiel oder ja. Bratwürste oder Knackwürste. Da gibt es so eine so große Auswahl von veganen Würste. Mhm. Also wir läuten das Wasser im Munde zusammen. Wie man sieht, also ich schaue schon sehr bayerisch aus. Ja. Und riecht schon sehr gut. Gut, jetzt warten wir nur, bis die Kartoffeln gar sind. Ich glaube, er ist fertig. Wir müssen jetzt nur noch die Sojabohnen reintun. Es hat ungefähr 15 bis 20 Minuten gekocht. Und jetzt sind die Kartoffeln gar. Und jetzt ist es fertig für die Wiener. Und diese schneiden wir so. Ungefähr diese Größe. So. Mm. Sollen wir die reingeben? Ja. Tust du es direkt da rein oder auf den Teller? Nee, ich tue es hier rein. So, haben wir sie rein. Und schön umdrehen. Fertig. Okay. Ich habe so einen Hunger. Ein Baguette. Sehr köstlich. Da, und isst man dazu? Ja. Baguette ist sehr herzhaft und ein sehr gesundes bayerisches Gericht. Mmh.
Ja, das schmeckt sehr gut. Lasst uns drauf anstoßen. Prost, unser leckeres, alkoholfreies Bier. Prost. Das ist lecker. Ein richtiges bayerisches Gericht mit alkoholfreiem Bier, unser herzhaftes Gericht und Brezenbaguette. Vielen Dank. Somit verabschieden wir die Krauts aus Deutschland uns von Ihnen. Wir hoffen, dass wir Sie inspirieren konnten, dieses Gericht selbst nachzukochen. Und auch, dass wir Sie von den vielen gesundheitlichen Vorteilen des Powers-Gemüses Kohl überzeugen konnten. Bleiben Sie jetzt dran für weitere interessante Sendungen auf Supreme Master Television, Ihrem konstruktiven Fernsehsender.